Aus Hamburg hat sich Wiebke bei mir gemeldet, um den Herzenswunsch ihrer besten Freundin Steffi zu erfüllen. Meine beste Freundin Steffi sucht einen Teil von ihrer Familie. Dieser Teil lebt in Spanien. Sie hat jetzt schon erfahren, dass ihr Vater verstorben ist, aber sie sucht noch ihre Geschwister und wäre sehr glücklich, wenn sie die finden würde. Sie hat ein paar Informationen, sie hat auch schon mal selber gesucht und ich habe das auch probiert, aber man kommt da nicht weit. Also man hat da ganz wenig Chancen, irgendwas rauszukriegen. Es ist ihr sehr wichtig. Ich glaube, ihr selber fehlt ein bisschen auch der Mut, das zu machen. Deswegen helfe ich ihr jetzt dabei. Wiebke ist nicht allein. Anja und Manuela vervollständigen die Frauenklicke, die Steffis Schicksal ändern möchte. Unser Alltag als Freundinnen sieht halt so aus, dass wir gerne halt zusammen ausgehen, Sport machen. Wir fahren total gerne zusammen Inliner. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass wir immer füreinander da sind und für Steffi da sind. Und das ist eigentlich unsere Herzensangelegenheit. Steffi ist eine Wahnsinnsfrau. Power ohne Ende, positiv ohne Ende, herrlich direkt. Super ehrlich und auch, ja, man kann maximal Freude mit ihr erleben. Ich bin sehr dankbar, dass wir befreundet sind und ich würde ihr auch wünschen, dass sie ihre Geschwister kennenlernt, damit sie sich komplett fühlt. Steffi ist ja der Typ, harte Schale, weicher Kern. Steffi mag auch nicht so gerne ihre Gefühle zeigen. Also sie muss immer irgendwie stark sein, obwohl sie es ja gar nicht muss. Aber ich glaube schon, dass ihr das sehr nahe gehen wird. Mhm. Auch wenn sie jetzt die Taffe ist und sagt, ach, gucken wir mal. Aber ich glaube schon, dann geht ihr Herz auf. Sie meint das immer mit anderen, allen anderen immer so gut und sagt, ja, ich kriege das irgendwie schon hin. Ja, ich finde, sie ist jetzt mal dran. Ja. Die drei Freundinnen und ich stehen schon lange in Kontakt und sie haben mir alle nötigen Unterlagen zukommen lassen. Sie haben ihre Freundin mit der Bewerbung überrascht und nun habe ich Steffi zu mir nach Köln eingeladen, um sie persönlich kennenzulernen. Hallo! Hallo Steffi, herzlich willkommen bei mir. Dankeschön. Ich freue mich. Sehr gerne. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ja? Ja. Super. Aufgeregt. Na, das ist ja normal. Komm mit rein. Dankeschön. Steffi, du bist heute hier, weil du auf der Suche nach deinen Wurzeln, nach deiner spanischen Familie bist. Erzähl mir doch mal ein bisschen, warum weißt du nichts über deinen Vater, über eventuelle Geschwister, die du noch hast? Das entstand dadurch, dass meine Eltern sich eben getrennt haben, als ich noch Baby war. Mhm. Und wie das ja leider oft üblich ist, dass der Kontakt dann ganz abbricht und die Leidtragenden sind ja in dem Fall meistens dann die Kinder, dass ein Teil dann nicht mehr greifbar ist. Und natürlich ist der Wunsch da, wer ist denn die andere Hälfte von einem? Das ist ja schon auch jeden Tag präsent. Mhm. Also dein biologischer Vater stammt aus Spanien? Der stammt aus Spanien, genau. Hat damals aber in Hamburg gelebt, sogar mit seiner Mutter. Hatte in Hamburg auch einen guten Job und hat meine Mutter kennengelernt. Sie wollte ja auch heiraten, aber dann hat es eben leider doch vorher zu einer Trennung geführt. Und dann ist der Kontakt abgebrochen. Und wo dann eben mein leiblicher Vater geblieben ist, hat meine Mutter eben damals auch nicht weiterverfolgt. Also so viel wie du weißt, ist diese Liebe, diese Beziehung zerbrochen. Und er hat sich dann nicht mehr gekümmert, würdest du so sagen? In dem Alter, als ich das hätte vielleicht schon mitbekommen können, gab es keine Kontaktaufnahme. Und als mein Vater das allererste Mal, also tatsächlich einmal angerufen hat, da war ich ungefähr 14. Mhm. Und die Chance habe ich nicht wahrgenommen. Und das bedauere ich tatsächlich heute natürlich als erwachsene Frau. Denke ich, Mensch. Zumal es leider so ist, dass du mittlerweile erfahren hast, dass er verstorben ist. Ja. Hast du ein Foto von deinem Vater? Ich habe ein einziges Foto. Ein Foto? Ein schwarz-weiß Foto, da ist er zusammen mit seiner Mutter drauf. Ich merke, das ist ein wichtiges Foto natürlich. Ja. Ich bedauere, dass ich mich nicht früher
auf die Suche gemacht habe. Aber du bist heute hier, weil du auf der Suche nach Geschwistern bist. Ja, weil die soll es geben. Wenn wir jetzt erfolgreich wären mit der Suche und es gäbe einen Bruder oder eine Schwester, was glaubst du, könnte das wirklich für dich bedeuten? Alles. Wirklich alles. Das wäre großartig. Toll. Einfach großartig. Das kann man gar nicht ausdrücken. Sehr schön. Die Frage wäre ja erstmal, wissen die überhaupt von mir? Das wäre ja auch schon mal spannend zu wissen, inwieweit hat mein Vater eben auch über mich gesprochen, dass es mich gibt. Jetzt habe ich von dir schon gehört und ich merke das auch, wie stark du bist und dass dir das sehr schwer fällt, auch Gefühle zu zeigen. Aber ich sehe auch, dass dich das berührt, über was wir hier sprechen. Ja, definitiv. Ja, Familie ist mir wirklich wichtig. Jetzt wusste ich ja natürlich im Vorfeld schon einiges über deine Geschichte und wir haben tatsächlich intensiv nach Geschwistern von dir gesucht. Und wir haben auch was rausbekommen. Und zwar haben wir herausgefunden, dass es eine Schwester gibt. Sie heißt Martha. Martha. Und es gab dann während der Recherche eine Adresse in Madrid. Und da ist ein Kollege aus meinem Team hingefahren und hat vor Ort gesucht. Wenn du magst, zeige ich dir das sehr jetzt. Gern. Okay. Einige Tage vorher in Madrid. Marco ist im Zentrum der spanischen Hauptstadt unterwegs. Sein Ziel: eine Adresse im Barrio de Salamanca. Gar nicht so leicht hier mit dem Verkehr. Also man hat es 40 Grad heute. Ich würde am liebsten das Auto gar nicht mehr verlassen. Erst die 39, ja super. Wir haben nur eine Straße und eine Hausnummer herausfinden können. Da in Spanien die Nachnamen der Bewohner nicht auf den Klingeln verzeichnet sind, muss Marco eventuell das ganze Haus durchsuchen. Hola, buenas tardes. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Mein Name ist Marco und ich arbeite für das deutsche Fernsehen. Eine Frau in Deutschland sucht ihre Familie. Ich suche nach ihrer Schwester namens Marta Arias Martinez. Meine einzige Information ist, dass sie hier in diesem Haus leben soll. Nein, mir sagt dieser Name nichts. Kennen Sie nicht? Diese Adresse ist leider meine einzige Hoffnung. Sie soll hier leben oder gelebt haben. Dürfte ich bei den Bewohnern im Haus mal nachfragen? Von mir aus können Sie das machen. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, vielleicht kennt sie jemand. Okay. Vielen Dank, bis später. Hallo, entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich arbeite für eine Sendung im deutschen Fernsehen namens Bitte melde dich. Deshalb die Kamera. Ich suche eine Frau namens Marta Arias Martinez. Das sagt mir nichts. Meine einzige Information ist, dass sie hier in diesem Haus leben soll. Ich wohne hier erst seit 3 Monaten. Ah, so kurz erst? Kennen Sie jemanden, der mir helfen könnte? Nein, ich kenne noch keine Nachbarn. Okay, vielen Dank. Okay, grazie. Suerte. Guten Tag, entschuldigen Sie die Störung. Wir sind vom deutschen Fernsehen. Es geht um nichts Schlimmes. Es geht um... Ich glaube, er hilft mir nicht weiter. Hallo. Guten Tag. Wir sind vom deutschen Fernsehen. Mein Name ist Marco. Ich suche eine Frau namens Marta Arias Martinez. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Sie soll in diesem Haus wohnen oder mal gelebt haben.
Keine Ahnung. Es gibt so viele Nachbarn und ich wohne erst seit kurzem hier. Der Name sagt mir nichts. Tut mir leid. Danke, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich suche eine Frau namens Marta Arias Martinez. Sagt Ihnen das was? Nein. Der Name sagt mir nichts. Sie soll hier leben? Ja, das ist die Information, die ich habe. Verstehe. Ich wohne erst seit kurzem hier, aber ich könnte meinen Vermieter anrufen. Ich könnte ihn fragen, ob er sie kennt. Das wäre sehr hilfreich. Dann gehe ich ihn kurz anrufen. Danke. Ich bin gleich wieder da. Perfekt, danke. Endlich jemand, der Marco vielleicht helfen kann. Hoffentlich bringt uns das der vermissten Schwester ein Stück näher. Glück gehabt. Sie hat tatsächlich hier gewohnt. Sie war die Eigentümerin dieser Wohnung. Tatsächlich? Ja. Hier soll sie hingezogen sein. Das ist ihre neue Adresse? Ja. Aber ob die noch aktuell ist, wusste er nicht. Perfekt, das hilft mir sehr. Vielen Dank. Bitteschön, sehr gerne. Danke, schönen Tag noch. Suche geht weiter. Spannend. Ja, wie geht's dir gerade? Ja, aufgeregt. Sehr aufgeregt. Man ist ja jetzt doch so, wie sieht sie aus? Ja. Habe ich Ähnlichkeit mit ihr? Wir gucken einfach weiter. Ja. Die neue Adresse ist circa 20 Minuten entfernt, aber immer noch im Zentrum von Madrid. Ich hoffe sehr, dass das jetzt die richtige Adresse ist und dass jemand zu Hause ist. Okay, die Straße stimmt schon mal. Welche Nummer ist das nochmal? 60. Muss hier irgendwo hoch sein. Die 60. Also 3-1 ist hier, ist leider kein Name dran. Sehen. Okay. Hola. Hallo. Entschuldige bitte die Störung. Oh, ein Hund. Bist du Marta Arias Martinez? Ja. Heißt dein Vater José Juan Arias Gutierrez? Ja. Es gibt da etwas Wichtiges, was ich dir gerne erzählen möchte. Darf ich vielleicht reinkommen? Okay, dann komm mal rein. Ja, danke. Wir haben deine Schwester gefunden. Hammer. Bist du aufgewühlt gerade? Ja. 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 Hast eine Schwester. Ja, verrückt. Wahnsinn. Ich war natürlich auch sehr überrascht. Ja, das hat man gesehen. Also offensichtlich wusste sie nichts von mir. Oder hat sie zumindest nicht vermutet, dass ihr deswegen da seid. Marco hat sich dann mit ihr zusammengesetzt. Ja. Und die beiden haben gesprochen miteinander. Mhm. Das gucken wir uns an. Gern. Marta. Marta, ich bin hier, weil eine Frau aus Deutschland nach dir sucht. Ihr Name ist Stephanie und sie wusste immer, dass sie Familie in Spanien hat. Ihr kennt euch zwar nicht, aber sie ist deine Schwester. Hm. Wow. Damit habe ich niemals gerechnet. Ich wusste immer, dass es sie gibt. Dein Vater hat von ihr erzählt? Nur, dass er eine Tochter in Deutschland hat und dass er sehr jung war, als sie geboren wurde. Mehr nicht. Mehr nicht?
Er wollte mir nicht mal ihren Namen sagen. Wie fühlst du dich gerade? Ich weiß es gerade nicht. Das berührt mich sehr. Oh Gott. Was geht dir gerade durch den Kopf? Ich habe mir immer eine Schwester gewünscht. Schön. Es wird gerade ein Traum für mich wahr. Ich kann es gar nicht glauben. Ich bin sehr glücklich. Aber es kommen gerade eine Menge Sachen in mir hoch, da unsere gemeinsame Verbindung, unser Vater, leider bereits verstorben ist. Es tut mir leid. Warst du an seiner Seite, als es passiert ist? Ja, er hatte Krebs. Ich war während seines 7-monatigen Krankenhausaufenthalts an seiner Seite. Ich rede nicht so gerne darüber. Es tut immer noch sehr weh. Es tut mir sehr leid. Mir tut es leid. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Marta, Stephanie hat ein einziges Bild von eurem gemeinsamen Vater. Hast du noch andere Fotos von ihm? Ja, die sind aber schon älter. Darf ich sie sehen? Danke. Von wann ist das Bild? Das war gegen Ende der 80er Jahre. Und dieses hier? Das war Anfang der 90er Jahre. Was war denn dein Vater für ein Mensch? Er war eine sehr freundliche und sympathische Person. Er war sehr herzlich und lustig. Wir haben viel gekuschelt und jeden Tag gab es einen Gute-Nacht-Kuss. Wir waren viel unterwegs. Ich bin auf 2 Kontinenten groß geworden. Wir waren oft in Honduras, weil meine Mutter daher stammt und wir die Familie oft besucht haben. Aber die meiste Zeit haben wir hier in Spanien gewohnt. Wir sind 3-mal umgezogen, aber immer in der Region Madrid. Und wie lebst du heute? Ich wohne zurzeit in Madrid mit meinem Hund. Ich habe Psychologie studiert und arbeite als Therapeutin. Ich lese sehr gerne und mache Musik. Ich liebe Blasinstrumente und spiele selber Querflöte. Marta, deine Schwester ist älter als du und ist Mutter einer wunderbaren Tochter. Freust du dich, eine kleine Nichte zu haben? Ja, sehr. Ich habe hier ein Foto von den beiden. Möchtest du es sehen? Ja. Sie sind beide wunderschön. Wie heißt meine Nichte? Hanna Lea. Ich freue mich sehr, wenn ich beide kennenlernen kann. Hola, Stephanie. Hallo, Stephanie. No me puedo creer que... Ich kann es kaum glauben, dass...
Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir uns gefunden haben. Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Toll. Was macht sie für einen Eindruck auf dich? Super sympathisch und herzlich, tatsächlich emotional. Sie hat sich sehr gefreut. Ja. Ich glaube, du freust dich. Ja, ich freue mich. Ich glaube, bei dir sitzt es da drin. Ganz, ganz toll. Du hast gesehen von Anfang an, wie wichtig das deiner Schwester ist. Ja, ne? Und dass sie auch von mir wusste, ist auch schön, dass mein Vater kein Geheimnis um mich gemacht hat. Ja. Das ist natürlich auch schön. Willst du nach Madrid fliegen, um sie zu treffen? Sehr gern. Ja? Ja, na klar. Sie denkt genauso. Einfach ganz schnell zu dir. Schön. Und sie hat es natürlich schon in die Tat umgesetzt. Sie ist hier. Großartig. Das heißt, wir gehen jetzt raus zu ihr. Toll. Ja? Ja, ich freue mich sehr. Ich bringe dich hin. Danke. Martha hat immer davon geträumt, eine Schwester zu haben. Doch das blieb immer ein Traum. Stefanies große Sehnsucht, mehr über ihre spanische Familie zu erfahren, erfüllt sich jetzt. Steffi, es ist so. Kannst jetzt zu deiner Schwester gehen. Qué ojos tienes como los de mamá. Ihr beiden, ich freue mich sehr. Dankeschön. Danke, dass du das möglich gemacht hast. Danke. Nichts zu danken. Alles Gute. Dankeschön. Alles Gute für euch beide. Haltet Dankeschön. Euch fest. Danke. Die beiden Schwestern verbindet viel, auch wenn sie sich vorher niemals begegnet sind. Fast scheint es so, als ob sie sich schon lange kennen. Stefanie erfährt viel über ihre spanische Familie und ihren Vater. Unser Papa. Stefanie und ihre Tochter verbringen kurz darauf mit Martha noch ein paar Tage an der Ostsee. Der Grundstein für eine glückliche Zukunft ist gelegt.